Hi, weiter geht's mit Lies of P. Schön, dass ihr wieder mit mir am Start seid. Ja, zurzeit sind wir in den Venigni. Venigni. In Englisch heißt es Venigni. In den Venigni Works unterwegs. Also hier in der Werkstatt von dem Großmeister-Ingenieur Venigni. Guter Kumpel auch von unserem Vater, vom Geppetto. Und ich habe mich hier nochmal ein bisschen eingespielt. Hab mir nochmal ein paar Gegner vorgeknüpft, um ein bisschen besser ins Kampfsystem reinzukommen, bevor wir dann in die heutige Folge starten. Und mir sind ein paar Sachen noch aufgefallen. Hab mir gedacht, die zeige ich euch mal eben kurz. Fand das ganz interessant. Nichts Weltbewegendes, keine Sorge. Ihr habt nichts Besonderes verpasst, was ich jetzt blind kennengelernt habe. Aber mir ist so ein kleiner Bug aufgefallen, den wollte ich euch kurz zeigen. Den fand ich irgendwie ganz drollig. Vielleicht patchen sie das auch irgendwann noch. Es kann auch sein, dass wir jetzt in einem Vorführeffekt landen und ich das gar nicht wieder rekonstruiert bekomme. Wir müssen uns mal ganz kurz hier durch die paar Dudes kloppen. Das kriegen wir ja relativ schnell hin. Die sind ja keine Gegner für uns, solange wir die Elektrokeule benutzen. Wenn man sagen muss, dass die Reichweite doch schon echt zu wünschen übrig lässt von dem Ding, ne? Also Reichweite kann die Waffe tatsächlich gar nicht. Aber reinhauen kann sie echt gut. So, was mir aufgefallen war, hier hängt ja dieser Dude an der Mauer. Und wenn ich den versuche, mit einem Run-Attack runterzuschlagen, ich bin gespannt, ob es jetzt geht, dann passiert Folgendes. Schwerer Angriff aus dem Lauf. Achtung. Natürlich klappt es jetzt nicht, das war so klar. Es war mir so klar, dass es nichts wird. Der hängt hier an der Mauer. Ja, und ich war bei meinem ersten Versuch ein Stück zu weit gelaufen. Ich war quasi in die Wand reingelaufen. Und da war die Kamera ganz nah hinter Pi, hinten dran. Man hat nichts mehr erkannt und man hat mit dem Schlag den Gegner nicht getroffen. Man hat eher, als ob man durch den Gegner durchgelaufen, an die Wand ran und in die Wand geschlagen hat, aber am Gegner vorbei. Ist natürlich jetzt dumm zu erklären, wenn man es überhaupt nicht zeigen kann. Das ist mir aber auch die Zeit nicht wert, das jetzt nochmal zu versuchen, weil das einfach Quatsch ist. Mir war halt einfach dieser Bug aufgefallen und dachte mir, vielleicht kann ich euch daran teilhaben lassen. Findet ihr es auch ganz lustig vielleicht, aber ich konnte es jetzt leider nicht rekonstruieren. Egal, schwamm drüber. Dann ist mir noch was aufgefallen. Wir haben noch einen tollen Ausrüstungsgegenstand, der alle Werte verbessert, nicht ausgerüstet. Und zwar den Standard-Isolierungskonverter. Wenn ich mich recht entsinne, lass uns mal die Texte lesen. Vom alten Generationskonverter. Anbauteile, die den Attribut Widerstandsschaden von Puppen, die Attributswiderstandsfähigkeiten von Puppen erhöhen. Attributwiderstände sind einfach alle Statuseffekte wie Feuer, Elektrizität, Säure etc. Und die Widerstände dagegen, um die geht's da, bei den Attributswiderständen, ja. Sie verbessern die Widerstandsfähigkeit gegen Attributsleiden, Attributsstatusleiden. Ein Anbauteil der alten Generation, das von der Werkstattsgewerkschaft hergestellt wurde. Sein Design ist alt, aber es ist billig und effektiv, sodass es immer noch am häufigsten verwendet wird. So, das lässt auch darauf schließen, vom Text her, dass das unser erster Ausrüstungsgegenstand war, den wir die ganze Zeit getragen haben. Und irgendwann haben wir den Standard-Isolierungskonverter bekommen. Ich weiß nicht mehr genau wann. Gucken wir, was der an Werten boostet. Allein die physische Schadensreduzierungsrate steigt von 0,43 auf 1,2. Das ist schon ziemlich mächtig. Alle anderen Werte gehen auch dramatisch nach oben. Und das Ding ist halt ein paar Kilo schwerer. Der alte hier wiegt nicht mal ein Kilo. Nee, das stimmt nicht. Der wiegt 2,7 Kilo. Der nächste, der hier wiegt dann 3,6 Kilo. Wir sind dann aber immer noch im normalschweren Bereich. Ich will sagen, das Ding rüsten wir aus. Das verbessert uns ja dramatisch. Sie verbessern den Widerstand gegen Schock. Das macht auch das Ding hier. Die haben wir ja auch neu. Schockkartusche von Belfort. Ja. Die ist auch ausgewiesen als Schockreduktion. Erhöht aber auch alle anderen Werte dramatisch. Also guten Stuff haben wir hier gefunden.
Und den Lader haben wir schon ausgerüstet. Das ist der bisher beste, was Schaden, physische Schadensreduktion angeht. Genau. Dann haben wir noch diese coole Rüstung hier gefunden, die wir jetzt hier tragen. Das ist eine der Stalker-Gesellschaften, die sogenannten Bastarde. Und die Bastarde haben die höhere Gesellschaft geschützt, als noch alles in Ordnung war. Während die andere Gruppe, deren Name ich gerade nicht weiß, eher fürs gemeine Volk da war. Ne? Genau. Die Bastarde passten nicht zur herrschenden Klasse von Krat. Okay, jetzt steht hier aber wieder... jetzt steht es hier irgendwie wieder anders. Aber im Ladebildschirm gab es die Info, dass die Bastarde die Herrschenden beschützt haben. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ist ja auch eigentlich alles gar nicht so wichtig. Wir gehen jetzt mal rein, Leute. Wir gehen jetzt mal rein. Wir sind hier in der Fabrik unterwegs und haben auch schon den nächsten Boss erspäht. Mal gucken, ob wir den jetzt erreichen, diese Folge. Und wie wir uns gegen den schlagen. Wen wir auch noch kennengelernt haben in der letzten Folge, waren Roter Fuchs und Schwarze Katze. Zwei Stalker, die hier ein Päuschen eingelegt hatten und sich über mich amüsiert haben. Wir haben unter anderem einen völlig überteuerten, verranzten, zerrupften Schmöker von dem Schwarze Katze-Dude verkauft bekommen, weil ich so blauäugig war, dass das vielleicht ein wertvoller Sammelgegenstand sein könnte. Einer von drei, aus einem Dreier-Set sozusagen. Er hat uns halt einfach eiskalt... Also da hat das Marketing wirklich zu 100% gestimmt, muss ich sagen. Da habe ich mich wirklich... nicht mit Ruhm bekleckert, auf so einen billigen und miesen und unverschämten Trick reinzufallen. Naja, das passiert mir vermutlich noch ein zweites Mal. Und vielleicht auch noch ein drittes und viertes Mal, aber kein fünftes Mal. Das kann ich euch schon mal versprechen. Oh. Ja, ihr seht, die Reichweite ist echt mies von dem Ding. Naja, ein Follow-up. Wo ist denn der Feuerschmeißer? Mir ist gerade noch was eingefallen, Leute. Wir müssen noch mal zurück. Wir müssen noch mal kurz zurück. Wir haben ja Zeit. Wenn nicht, lege ich diese Zeit, die wir jetzt hier gerade verplempern, einfach nochmal oben drauf. Aber vorhin in der Gegend, wo ich den Bug zeigen wollte, hatte ich noch was gesehen. Was ich extra nicht aufgesammelt habe, bevor ich die Folge gestartet habe. Deswegen müssen wir uns das jetzt noch holen. Es ist mir leider jetzt erst wieder eingefallen. Da liegt noch ein blaues Item, wo ich nicht weiß, was es ist. Was wir uns natürlich jetzt noch schnell holen werden. Vielleicht ist es richtig cooler Shit. Weil das liegt ein bisschen versteckt an diesem Flussbett hier, nenne ich es mal. Dieses trockene Flussbett. Ist das ein Flussbett oder ist das einfach eine Schlucht? Naja, es ist schon ein Flussbett, ne? Oder ist es irgendwie ein Abwassergraben von dieser Venini-Work? Kann auch sein. So, hier ist irgendwo... Warte mal, mit dem habe ich mich noch ein bisschen angelegt da oben. Da hatte ich noch ein bisschen trainiert. Genau, hier habe ich einen Backstab gemacht. Ja, den nehmen wir nochmal mit. Ja, na klar mischst du dich direkt ein, Penner. Ein scheiß Feuerbomben, die er auch noch sehr weit werfen kann. Nope. Nope. Ich krieg leider keine perfekten Parries hin im Moment. Und ich sterbe gleich. Ja, ich sterbe. Ich bin schon tot. Ja, okay, weil nämlich jetzt der Penner da doch einfach die Treppe runtergelaufen kam. Oh, das fängt ja gut an. Ich dachte halt eigentlich, der steht da hinten felsenfest mit seinen Feuerbomben und kommt hier nicht hergelaufen. Okay, so kann man sich irren. Der mischt sich auch eiskalt in den Nahkampf ein. Das wissen wir im nächsten solcher Fälle besser.
Was wir in diesem Moment aber auch mal ausprobieren können. Guck mal, da oben liegt ja unser Todesergo. Und ich will jetzt mal gucken, was dieser Notfallschutz hier bringt, weil der beschützt bei Treffer vorübergehend das Todesergo. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum bei Treffern das Ergo beschützt werden muss, weil wenn wir getroffen werden, nimmt es doch nicht ab. Oder? Irre ich mich? Habe ich da was missverstanden? Ich benutze das jetzt auf jeden Fall mal. Ah, ich habe gerade gesehen, das Ergo da oben war eben noch in einer orangenen Farbe. Und jetzt ist es weiß geschrieben. Kann es wirklich sein, dass wir Ergo pro Treffer abgezogen bekommen? Das ist mir aber neu. Das haben wir auch schon mal ausprobiert und ich habe das nicht festgestellt, ehrlich gesagt. I don't know. Egal. Hallo. Die droppen nix, ne? Naja doch, die droppen manchmal so Zahnräder. Jetzt holen wir uns erstmal das Todesergo. Ach ja, okay, guck mal da oben. Es ist jetzt wieder eine orangene Zahl. Ich lasse mich jetzt mal eiskalt treffen. Aber nicht vom Feuer, das macht zu viel Schaden. Es wird wirklich weniger. Okay, Leute. Ja, dann macht es ja komplett Sinn. Aber wir füllen es auch wieder auf. Es ist jetzt wieder mehr geworden. Ich weiß nicht so ganz, was ich von dieser Mechanik halten soll. Dass das Todesergo runter, aber auch wieder hochgehen kann. Ich meine, alles was recht ist, um sich sein Todesergo ein bisschen zu sichern, aber... Komm her. Ich will dich, komm her. So, der andere schießt nicht, das ist gut. Und jetzt kann ich mich auch besser auf dich konzentrieren. Alles war klar. Nope. Auch ein bisschen Parry üben. Ich weiß nicht umsonst, Parry Mikiri. Au. Bam. Komm her, Dickerchen. Oh, der lebt sogar noch. Jetzt nicht mehr. Ein Fabelkatalysator, das ist auch schön. Der ist an unser Lager geschickt worden. Wir können nämlich nur 3 davon tragen. Außer wenn wir uns das Upgrade holen, dann können wir mehr Verbrauchsmaterialien tragen. So, das ist doch gut. So langsam komme ich rein. Ja, ja, der hat uns von hinten angegriffen, oder? Ja, der Feuerschmeißer. Natürlich sind die immun gegen das Feindfeuer. Klar. Du bist abstoßend. Geh weg. Zickezahn. Doch, doch, der kommt. Du Betrüger. Wie schnell der seine Feuerkugel zur Hand hat. So, lange Rede, kurzer Sinn. Hier rechts geht es weiter. Da gibt es einen Gegenstand. Und den gucken wir uns jetzt zusammen an. Da liegt er. Was bist du? Du musst jetzt aber auch der Hammer sein. Fabelkatalysator. Das ist okay. Kann man machen. Gut, und das war's auch jetzt an dieser Stelle. Jetzt gehen wir aber wirklich in die Fabrik. Haben schon wieder 14 Minuten... Der da oben. Du kannst mich jetzt mal. Viel zu lange rumgetrödelt hier. Diese Bastard-Klamotte, die wir jetzt tragen, haben wir übrigens von einem Raum, den wir nur mit einem Trinitätsschlüssel öffnen konnten. Und diesen Trinitätsschlüssel haben wir wiederum als Belohnung erhalten von einem Rätsel, das wir von einem mysteriösen Anrufer an einem öffentlichen Telefon aufgetragen bekamen. Haben wir mit Bravour gelöst. Ich bezweifle aber, dass die zukünftigen Rätselvarianten genauso leicht zu lösen sein werden. So. Sollen wir uns einen Stargazer ein Level-Up nochmal holen? Nee, komm.
Bisschen Risiko. Warum tut er das? Warum nimmt er so kaltblütig sein Ergo mit in den sicheren Tod? Tja, weil ich ein sehr fauler Mensch bin. Oh. Hallo. Ah, die lassen sich nicht staggern, ne? Von reinen Wuchtangriffen. Guck mal. Was haben wir denn hier? Ein Safe. Wir haben in dem Raum mit dem Trinitätsschlüssel schon mal so ein Safe aufgerissen. Klinge eines Salamanderdolchs und Griff eines Salamanderdolchs. Was bist du? Hiebstich. Hiebstich? Nee, das ist eine Hiebwaffe und eine Stichwaffe. Der Elektrostock, der ist keine Stichwaffe. Der hat keine Stichangriffsfähigkeit. Der hat einen Feuerangriff. Physischer Angriff, Feuerangriff. Der Elektrostock hat physischer Angriff und Elektroblitzangriff. Ein Feuerdolch. Wie cool ist das denn? Entzünden und Rückzugsstich. Erhöht den Feuerangriff vorübergehend wesentlich. Also man kann den anzünden nochmal. Eine Dolchklinge, mit der Ergo-Überhitzung erzeugen kann. Mit der Ergo-Erhitzen überzeugen kann. Ne, Überhitzung. Eine Ergo-Energiequelle, die Wärme abgibt, ist in den Rücken des Schwertes eingelassen. Das ist ein richtiges Schwert, ja. Der Salamander symbolisiert das Feuer und die Reinigung. Das stimmt, das ist irgendein mythischer Feuergott, der Salamander. In manchen Sagen zumindest. Deshalb wurde der Dolch für ein spezielles Reinigungsritual für alchemistische Überläufer geschaffen. Der Griff, er wurde in Form einer Schlange gearbeitet, die sich in den Schwanz beißt. Ouroboros. Nach dem Prinzip des Dolchs gibt es einige Alchemisten, die große Hitze aus einem Ergo-Herz ausstoßen können. Diese Täufer, die die Fähigkeit des Feuers besaßen, nannten sich Simons Feuer, die Reiniger der Wahrheit. Spannend, spannend. Wisst ihr, was ich glaube? Die Klinge könnte vom Gewicht her so überschaubar sein, dass sie hier als Zweitwaffe eingebaut werden kann. Schade. Wir sind noch zu schwer, aber guck mal, wie geil die aussieht. Die will ich führen, allein schon, weil es eine Feuerelementar ist. Wir müssen ein bisschen Gewicht leveln. Erstmal gucken, wie die ist. Wir legen den mal ab. Und wir machen mal ein paar Hiebe mit dem Ding. Die ist ja schon geil, ne? Das ist der R2. R1, deutlich schneller und filigranere Angriffe. Oh, schön. Ein Vorstoß, der recht schnell passiert. Aufgeladen macht er eine Rückhand mit dem Ding. Auch geil. Ja, das Ding hat Potenzial. Ah. Wenn wir zwei Fabel haben, können wir sie aufladen. Wie lange hält denn das? Ja, da oben das Dreiecks-Schwertsymbol unter der Ausdauer ist der Feuerzustand. Das hält schon eine Weile. Das ist gar nicht mal schlecht. Ah ja, okay. Das hält ungefähr, was war das jetzt? 20 Sekunden? Das ist schon relativ lange. Die andere Fähigkeit können wir gerade nicht testen. Vielleicht ist die Sau gut gegen einen Boss, den wir bald begegnen werden. Hier ist ein Shortcut. Ach was. Ja, das war einfach hier dieses Bürogebäude, nenne ich es mal. Gehe ich doch eiskalt zurück ins Hotel. Wir könnten den Dolch aufwerten. Und dann können wir ihn gleich benutzen. Wir können uns auch ein Level-Up gönnen und gucken, ob wir dadurch leicht genug tragen können, um zwei Waffen zu benutzen. Das machen wir zuerst. Erstmal Level-Up für Ausrüstungslast. Wo ist sie? Da.
Ich bin jetzt ein bisschen heiß auf diesen Dolch, weil es ein Feuerdolch ist. Ja. Max-Ladung. Das wird schon einen Unterschied machen. Schaut mal. Genau, wir können jetzt 89 Kilo tragen mit dem Level-Up. Wir können sogar zwei Level-Ups machen. Kann man das jetzt schon sehen, wenn ich hier die... Warte mal, das kommt wieder auf die 1, das machen wir auf die 2. Vielleicht kann man auch das Griffgewicht ändern. Der Griff wiegt 1,3 und der wiegt 1,9. Nee, der Griff wiegt 3,2 vom Großschwert, der ist richtig schwer. So, jetzt sind wir etwas schwer. Wir haben 61%. Das kann man jetzt auch da oben sehen. Wenn wir jetzt Max-Ladung machen. Es kann sein, dass das nichts bringt. Ich sehe jetzt da oben keinen Unterschied leider, obwohl hier die Werte unten sich ja verändern. Pass auf, wir machen mal 1. Ja, perfekt. Wir sind unter 61%. Ich hätte es auch rechnen können, aber ich hatte keine Lust. dann noch gucken, auf welchem Attribut macht das Ding denn Schaden? Entschlossenheit. Physischer Angriff, physischer Angriff. Ja, ja, genau. Der ist ein... Das ist eine Fortschrittswaffe. Wir benötigen auch schon recht viel Ergo dafür. Passt auf, wir machen jetzt Folgendes. Ich will den auch 1 aufwerten. Wir können jetzt eine Zweitwaffe tragen. Das ist schon mal eine tolle Verbesserung. Jetzt gehen wir in die Werkstatt. Wo ist die nochmal? Hier. Lassen den Dolch aufwerten. Geht. Können sogar das Ding hier aufwerten. Wir lassen mal auf plus 1. Ich weiß nicht, wie nützlich der wird. Lieber spare ich mir ein bisschen die Mondsteine und level den dann später nochmal auf, wenn wir wissen, dass der wirklich geil ist. Und das hat jetzt gar nicht so viel Ergo gekostet. Wir können noch ein Level abmachen. Machen wir Fortschritt, macht der Dolch nochmal 2 Schaden mehr. So. Ich finde, da haben wir alles rausgeholt, was geht. Das haben wir ja richtig gut entschieden, oder? Ich fand schon. So. Weiter im Text. Zurück in die Venini Works. Ja, wir können auch gleich hier in den Abzugskanal. Läuft, würde ich sagen. Sollen wir uns mal diesem Riesenvieh nähern? Machen wir. Wer weiß, gegen was der empfindlich ist. Im Zweifel sind die Maschinen natürlich irgendwo alle empfindlich gegen die Elektrowaffen. Letztes Mal sind wir auch schon mal einen Schritt hier rausgegangen. Ne, und haben uns hier ein bisschen an diesem giftigen, ätzenden Gewässer umgeschaut. Aber ich versuche jetzt wirklich mal das dicke Vieh zu erreichen. Und anzugreifen. Mal gucken, wie sich das... Wie wir gegen den klarkommen. Das hier ist nicht der richtige Weg. Da laufen diese Feuerkugeln runter. Wir haben etliche Shortcuts freigeschaltet hier. Hier gab es auch eine Begegnung mit einem sehr starken Elite-Gegner, den wir hoffentlich nicht nochmal machen müssen. Haha, ja, ja. Na! Staggert sogar ein kleines bisschen.
Aber wirklich nur ein kleines bisschen. Der Dolch braucht aber ganz schön viel Ausdauer. Ja, die sind nicht so empfindlich gegen Feuer. Legionsmagazin ist auch gut. Die kriegen natürlich einen ordentlichen Verbrennungszustand durch diese Kugel. Das war's dann aber auch schon, ne? Die geht gar nicht auf, die Tür hier. Hm. Vielleicht ist der Dolch auch wirklich nur gut gegen ihn hier. Was mir auch noch Sorgen bereitet, der läuft durch diesen giftigen Tümpel, gegen den wir halt komplett empfindsam sind. Der ist ja korrosiv, dieser Tümpel. Und das hier entfernt unser Zustandsleiden. Wir könnten mal gucken, ob wir diesen Trank nicht von der Zusatztasche hier oben in den Gürtel packen. Dann können wir den schneller einsetzen. Ja. Wir können ja stattdessen hier die Munition reintun. Wie gesagt, das ist korrosiv. Das wird uns jetzt anätzen, wenn wir da runtergehen. Aber mit ein bisschen Glück überleben wir es auch. Ich habe ihn angebumst mit meinem Enterhaken. Das interessiert ihn gar nicht. Er hat mehrere Schwachzonen. Füße. Popo. Das war's. Puppe der Zukunft. Okay. Ach, guck mal, man kann hier drauf stehen bleiben. Hier ist man in einem Engpass. Das ist, glaube ich, nicht so zu empfehlen. Und es läuft sich leider wirklich sauschlecht hier. Wir können auch erstmal die Gegenstände holen. Noch eine neue Klinge. Da ist noch was. Mondstein. Nicht so wenig Schaden. Aber er macht uns passiv halt Schaden, ne? Oh shit. Ich habe kaum Ausdauer. Sieht doch gut aus, oder? Oh shit. Ich wusste, shit, ich hatte ihn fast. Ich hatte ihn fast. Und jetzt haben wir die Ampullen verbraucht. Das heißt, wir werden beim nächsten Versuch nicht mehr so lange gegen ihn durchhalten können. Das war die Chance. Das war leider die einzige Chance, den Platz zu machen. Ich ärgere mich gerade richtig. Verderbnis tritt auf, wenn sich Verderbnisschaden aufbaut. Ja, das wissen wir ja. Das war. Im Grunde genommen war das, eigentlich müsste es
Korrosion sein, nicht Verderbnis. Ja, die haben uns gerade alles erklärt, was wir schon lange wussten. Ach, guck mal, wir haben ja trotzdem noch 4. Wir können das nochmal probieren. Der ist machbar. Absolut machbar. Das ist jetzt kein unüberwindbarer Gegner. Vor allem, wenn wir im Elektrozustand sind. Jetzt habe ich auch sein Angriffsmuster ein bisschen besser im Kopf. Das sollten wir eigentlich schaffen. Ein bisschen mehr konzentrieren noch und dann sollte das klappen. Mit einem kleinen Fabelboost sollte das auch noch ein bisschen schneller gehen. Ich lasse ihn erstmal herkommen. Das Ergo ist mir erstmal nicht so wichtig. Wir haben so gute Level-Ups bekommen. Da kann man auch drauf verzichten. Ich gehe gleich komplett mit Elektro auf seine Füße. Das macht sogar auch Schaden. Wieso hat das denn getroffen? Die sind gefährlich, die Doppelstorms. Ausdauer. Hab dich. Sehr gut. Ja, ich konnte nicht lesen, was ich gekriegt habe, Leute. Das ging jetzt zu schnell. Sehr viel Ergo hat es gegeben. Das ist schon mal gut. Jetzt holen wir uns noch das hier. Oh, schnell, 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 schnell. Wow. Ja, saugeil. Ach, guck mal, da könnten wir hoch. Da drüben. Ich gehe eiskalt zurück zum Stargazer. Und dann gucken wir mal ins Inventar, was wir bekommen haben. Gut, dass die neuen Items immer eine Markierung kriegen. Ja, GG, oder? Hab ich doch gut hingekriegt. Second try. Man kann sich ruhig auch mal selbst loben. Das war formidabel. Ich finde es ein bisschen schade, dass das kein lieber Roboter war. Dass das ein Feind war. Das finde ich ein bisschen traurig. Ja, gehen wir zum Hotel zurück. Nochmal Level-Ups. Warum nicht? Ausdauer und Leben, oder? Komm, wir gucken erstmal ins Inventar, was es Neues gibt. Guck mal, bei benutzbaren Gegenständen haben wir ja auch was Neues bekommen. Warum die jetzt markiert sind? Weil die wahrscheinlich aus dem Lager aufgefüllt wurden. Wir haben aber kein neues, seltenes Ergo bekommen. Das war also kein Main-Boss. Dann Materialien. Wir haben 2 neue Quarze. Wo haben wir die denn her? Bestimmt eben gerade bekommen. Wir können unsere Perks upgraden, Freunde. Und hier die neue Waffe. Klinge der Boosterkleve. Griff einer Boosterkleve. Ein Großschwert. Schwer wie Blei. 3 Kilo schwerer als das Ding hier. Das kann einen Sturmhieb
rase schnell nach vorne und führe mehrere Hiebe aus. Der Griff ist cool. Ja. Sammle deine Kraft für einen mächtigen Hiebangriff. Halte den Angriffsknopf, um einen stärkeren Angriff auszulösen. Geduldiger Hieb. Dieser Griff mit der Feuerklinge, das wäre auch ziemlich geil. So, Level Ups erstmal. I'll use my power gel. Oder sollen wir die neue Waffe erstmal ausprobieren? Ist eigentlich nie verkehrt. Wir sind etwas schwer. Die sieht mega krass aus. Guck mal. Das ist nie verkehrt, wenn man die erstmal testet. Wo ist denn der Trainingsbereich? Ist das hier? Das führt doch, glaube ich, zum Elysium Boulevard. Ja, hier geht's zum Elysium Boulevard. Genau. Das ist eine sehr behäbige Waffe. Hat die ein Feuerelement? Die hat einen Auspuff. Hammer. Warte mal, ich muss das nochmal sehen. Macht die einen Spin? Nee, das sieht nur so aus. Ich dachte erst bei Bloodborne. Ich dachte erst an Bloodborne, an diese Zweihand-Axt. Aber ich finde die Waffe geil. Ist mir ein Tick zu langsam. Hat die ein Feuerelement? Die hat kein Feuerelement. Die hat einfach nur einen physischen Angriff. Wir könnten das Ding, wie gesagt, ja auch zerlegen. Also ich finde sie nicht schlecht. Zum Beispiel die Feuerklinge da dran machen. Dann hat es nochmal einen ganz anderen Drive. Ja, ist cool. Ich werde sie nicht gleich spielen. Ich mag die die Elektrokeule lieber. Aber die hat Potenzial. Er braucht mir immer ein paar Sekunden zu lange, wenn er in das nächste Gebiet eintritt, bis er dann steuerbar ist. Der gute Pinocchio. Was ist eigentlich hier? Gar nichts. Diese Waffe ist eine Entschlossenheits- und Technikwaffe. Genauso wie der Elektrostock. Nur das hier, wie gesagt, die ist halt nicht schlecht, weil sie mit drei Sachen skaliert, ne? Das macht diese Waffe in meinen Augen unschlagbar. Ich bleib beim Elektrostock. Die skaliert auch mit drei Werten. Okay. Cool. Technik. Ist auch eine Technikwaffe. Man könnte hier so eine Art Technikfortschritt oder Technikentschlossenheit Bild machen, wenn man die beiden Waffen als Set nutzt. Aber ich mache es nicht so kompliziert. Ich bleibe jetzt, wie gesagt, beim Elektrostock. Der da war... Ich hab's schon wieder vergessen. Eine Stärkewaffe? Nee. Entschlossenheit? Eine Fortschrittwaffe ist das. Wegen dem Elektro. So. Da haben wir die beiden Werte von dem Elektrostock nochmal aufgewertet hier. Mit Technik skaliert er, wie gesagt, auch. Aber da fehlen uns einige Werte.
Und ich will jetzt hier auch nicht so einen krassen Quality-Build machen. Also nicht unbedingt drei Werte erhöhen, weil das ist dann zu allgemein. Ich will mich ein kleines bisschen spezialisieren. Hier müssen wir irgendwann auch nochmal rausfinden, wofür die Pfeife hier steht. Machen wir noch. 40 Minuten schon wieder. Bis auf den Boss haben wir heute kaum was gepackt, ne? Wir haben noch keinen einzigen neuen Bereich entdeckt. Da sind die beiden Halunken übrigens. Geppetto ist der Werkstattpräsident von Venini Works, wenn ich es richtig gelesen habe. Interessant. Wir gehen nochmal in den Tümpel, wo der Große rumgelaufen ist. Ich habe auch immer noch eine gute Zahl Ergo dabei. Vielleicht hätten wir noch ein paar Ergo-Kristalle knacken sollen. Und nochmal upgraden sollen, aber ist jetzt wurscht. Wir gehen hier runter und gehen direkt da drüben mal die Leiter hoch. Und da drüben... Ach, guck mal, da oben sind sie doch. Die beiden. Ich habe ja keinen Groll auf den Cat, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war schon irgendwie ganz witzig, dass er mich verarscht hat. Allein schon, dass es möglich ist, fand ich cool. Ist da hinten nicht noch irgendwo ein Weg? Sieht nicht so aus, ne? Ich glaube, das hier kann man runterfahren. Man kann das Stück Rohr bestimmt mit dem Kran irgendwie ablassen und dann bildet das einen Shortcut. Warum sollten da sonst so Laufgitter sein, wenn man das Ding nicht als Brücke nutzen könnte? Hier auch. Hm. Ach so, das ist der Eingang vom... Wir hätten hier schon bei der Leiter ganz am Anfang schon den Riesenroboter angreifen können. Interessant. Ja, den nehme ich jetzt nicht nochmal mit hier. Aber das geht bestimmt. Wir haben keine Attributs... Ampullen mehr aufgefüllt bekommen. Wir haben also keine mehr vorrätig. Wir müssen jetzt echt ein bisschen aufpassen. Die Verderbnis ist tödlich. Und wenn wir es uns mit der verscherzen, haben wir ein echtes Problem. Leider müssen wir jetzt genau durch so einen Tümpel durch, wo wir dieser Verderbnis ausgesetzt werden. Einen anderen neuen Weg haben wir auch gerade nicht verfügbar. Wir müssen da lang, wenn wir hier noch ein paar unbekannte Gebiete entdecken wollen. Hier nämlich. Na, gucken wir mal, was uns erwartet. Das habe ich mir gedacht. Ja, die hängen hier im Tümpel rum. Die Viecher. Diese kleinen, wie Mädchen aussehende Puppen. Ja, klar. Schon richtig kackunfair. So. Ein Termit. Hallo. Hallo? Wieso leidest du eigentlich nicht unter der Verderbnis? Das war aber unfair. Stirb! Man hat nichts mehr gesehen, ne? Immerhin klingt die Verderbnis aber auch relativ schnell wieder ab.
Warum verändert sich hier die Farbe so komisch? Ist das wegen meiner Lampe? Wieso brennt überhaupt die Lampe? Ja, das ist wegen der Lampe. Die geht hier aus. Hier geht sie an. Das ist die Lampe vom Gemini. Ich weiß nicht genau, was es bedeutet, wenn die so ein rotes Glimmen bekommt. Vielleicht sind wir an irgendwas dran. An irgendeiner Spur. Ja, an sowas hier. Meins. Danke. Aber es hat uns schon gewissermaßen in eine kleine Todesfalle gelockt hier, ne? Ah, wir haben es überstanden. Ist da noch einer? Nee. Veninis dringliches Reparaturwerkzeug, ja. Damit können wir die Waffe mit einem Schlag komplett reparieren, wenn wir das möchten. Was hat uns der Schmetterling jetzt nochmal gebracht? Ich habe den Quarz vergessen. Klingen-Upgrade-Materialien, glaube ich. Und Sternfragmente müsste er uns gegeben haben. Noch ein Mondstein, das ist sehr schön. Okay, das war's schon. Hier gibt's nichts weiter. So wie es scheint. War das nur eine Loot Cave? Und mehr nicht. Hallo. Hier drüben geht's noch hoch. Nein. Doch nicht. Hier? Auch nicht. Ja gut. Wo müssen wir denn dann hin? Erst nochmal ins Hotel zurück. Diesmal holen wir uns die Quartz. Machen uns jetzt nochmal in dieser Folge Gedanken, was wir als nächstes verbessern. Ich würde mir wünschen, ich hatte da irgendeinen speziellen Wunsch. Was war denn das? Reparieren schneller machen, wollte ich, glaube ich, haben. Ach, hier übrigens, Schallplatte, ne? Man kann ja hier eine Schallplatte einlegen. Wir haben in der letzten Folge eine bekommen. Ich glaube, von der Mutti, die ihr Baby haben wollte. Und man kann hier die Schallplatten, die man in seinem Besitz hat, abspielen lassen. Das machen wir jetzt nicht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das ein Song ist, der urheberrechtlich geschützt ist. Das ist Feel. Und das ist ein wirklich schönes Lied. Ihr könnt ja mal danach googeln oder so. Googelt einfach Lies of P, Feel. Werdet ihr bestimmt fündig. Das Ding ist, in der Beschreibung heißt es ja, dass wenn man diese Songs hört, dass man Menschlichkeit bekommt. Ich habe nicht kapiert, was das bedeutet. Es hat nämlich keinerlei Effekt gehabt. Ich habe 3 Minuten 55 Sekunden hier neben dem Grammophon das Lied gehört und habe auf irgendeinen Effekt gewartet. Es hat sich nichts ergeben. Das war also relativ unspektakulär. Wie gesagt, relativ unspektakulär. Und ja, so viel dazu. Wie viel Ergo brauchen wir fürs nächste Upgrade? 2315. Quartz. Erstmal Quartz. Das kostet, glaube ich, auch Ergo. Und zwar an der P-Orgel. Ich liebe dieses Wort. Es ist mit Abstand das beste Wort, das man in Lies of P kennenlernen kann. Die P-Orgel.
Geht nichts drüber. Guck mal. Hallo. Hallo. Mag mich nicht. Wir haben schon mal versucht, sie zu streicheln, ne? Ja, ist gut. Lass sie in Ruhe. Die will nicht. Lass sie einfach gehen. Respektiere die Privatsphäre einer Katze. Cooles Büro hier. Hat auch ein bisschen was von iRobot, diese Prototypen hier. Die P-Orgel. Mit dem Vater können wir auch gleich nochmal quatschen. Erstmal Platz nehmen. So, wir sind jetzt in Stufe 2 schon angekommen. Pulszellengebrauch. Deckungsrückgewinnung. Behält Deckungsrückgewinnung bei, wenn Pulszellen benutzt werden. Das heißt, wenn ich mich... Ach so, diesen Zustand. Der wird dann nicht verloren, wenn man eine Pulszelle benutzt. Okay. Blockregeneration beibehalten. Behält eine bestimmte Menge an Blockregeneration bei, wenn Schaden erlitten wird. Ja, wahrscheinlich mehr. Das tut er ja eh schon. Er behält schon einen Teil dieser Regeneration. Folge ist auch gleich rum. Schon 51 Minuten. Krass, wie die Zeit schon wieder vergangen ist. Haben wir schon mehr als 2 Amulette? Ja. Die beiden sind equipped. Reduziert den Waffenhaltbarkeitsverlust. Das ist eigentlich auch ganz cool. Aber guck mal, das Ding ist schwer, ne? Das Ding ist schwer, wenn wir mit dem Feuerding rumlaufen und dann noch ein drittes Amulett tragen, wird es schon knapp, ne? Gut, wir können Gewichtsbelastung nochmal skillen, dann könnten wir 3 Amulette ausrüsten. Dann hält die Waffe länger, was im Grunde ein ähnlicher Effekt ist wie schneller reparieren. Schneller reparieren war hier, ne? Nee, das war einer von diesen Perks hier, die man einsetzen kann. Das ist schon ganz schön komplex. Erhöht überwältigbar Zeitfenster. Ist auch cool. Wir können auch erstmal gucken, ob wir die Perks hier in der ersten Phase komplett machen. Ne? Neue Fabelslot ist auch geil. Oder die Pulszellenzahlen nochmal erhöhen. Was haltet ihr davon? Mehr Pulszellen sind eigentlich immer geil, oder? Da macht man nichts verkehrt. Das hier wollte ich haben. Waffenhaltbarkeitswiederherstellungsgeschwindigkeit. Nicht vergessen, man darf nicht 2 von dem gleichen Fähigkeitentyp hier einsetzen. Man muss also, ich muss einen aus dem grünen Hof nehmen, einen aus dem blauen Hof. 2 verschiedene müssen es sein. Anders geht's nicht. Ich würde jetzt hier wirklich mal auf die Waffenhaltbarkeitswiederherstellungsgeschwindigkeit gehen. Was ein Wort. Waffenhaltbarkeitswiederherstellungsgeschwindigkeit. Und dann nehmen wir noch ein 2. mit und dann wird die Pulszelle, die 6. dann freigeschaltet. Waffenangriff aufwerten, wenn Haltbarkeit maximal ist. Finde ich nicht so cool, weil die Haltbarkeit ist sowieso nach einem Schlag nicht mehr maximal, also bringt es gar nichts. Waffenangriff aufwerten, wenn entladen. Also wir machen mehr Schaden, wenn wir keine Heilung mehr übrig haben. Überwältigen Angriff bei Hinterhalt aufwerten. Und Sprintangriffe werden dadurch auch überwältigender. Zerstörung von perfekten Block aufwerten. Die Waffe vom Feind wird dadurch schneller zerstört. Attributswiderstand verbessern ist auch cool. Da sind wir gefeiter gegen die Verderbnis.
Verringert Blockregeneration, Reduzierung. Ja, das ist nicht schlecht. Wiederherstellung von Puls. Dadurch wird diese Rückgewinnung nicht so stark abgeschwächt, wenn wir normal blocken. Gegenstandstyp gibt es auch noch. Legionsmagazin. Verbrauchsgüter, Besitzlimit erhöhen. Das machen wir. Dann können wir nämlich in Zukunft mehr von den Attributampullen tragen. Das ist doch auch ganz nett. Ne? Von denen hier. Ja gut, ich würde sagen, 6 Pulszellen, damit kann man arbeiten. Nächste Folge gucken wir uns weiterhin die Winigni Works an und gucken, wie wir da irgendwie einen Ausgang finden. Danke fürs Zuschauen, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.